Hey, ich bin Paul von Die Ringe und im heutigen Video zeige ich dir, wie du die Brust bei Liegestützen mehr aktivieren kannst und besser trainieren kannst. Was ist der Unterschied zwischen Liegestütze am Boden und Liegestütze an den Ringen? Der große Unterschied ist, dass die Ringe frei beweglich sind im Raum. Dadurch können sich die Ringe wegbewegen in der Bewegung der Liegestütze. Also, wenn ich die Liegestütze mache, wollen die Ringe nach außen weg. Das heißt, meine Adduktoren des Schultergürtels, des Oberkörpers, müssen zusätzlich arbeiten, um die Ringe wieder nach innen zu bringen. Wer ist der größte Adduktor, den wir auf der Vorderseite haben? Der große Brustmuskel, Pectoralis Major. Genau dieser Muskel muss dafür arbeiten, die Ringe wieder näher zum Körper bringen. Deswegen kann man sagen, dass Liegestütze in den Ringen effektiver sind, um deine Brustmuskeln zu trainieren, als Liegestütze auf dem Boden oder auf Parallels. So, wie kann ich jetzt die Liegestützvarianten in den Ringen variieren, um die Brustmuskulatur noch mehr zu aktivieren? Schauen wir uns eine normale Liegestütze an den Ringen an. Ich gehe runter und drücke mich wieder hoch. Hierbei habe ich jetzt die Position der Ringe nicht variiert. Die Ringe blieben immer etwa schulterbreit. Dadurch musste zwar meine Brustmuskulatur arbeiten, dass sie die Ringe davon hindern musste, nach außen wegzugehen, aber ich habe sie nicht zusätzlich nochmal nach innen geführt. Das würde zusätzlich nochmal eine Bewegung sein, die die Brustmuskulatur fördert. Also, der erste Schritt, den wir machen können, ist, die Ringe während den Liegestützen zusammenzuführen. Das sehe dann so aus. Ich mache eine Liegestütze und führe die Ringe zusammen. Jetzt haben wir schon einmal den Bewegungsradius, in der meine Brustmuskulatur arbeitet, vergrößert. Wir können den Bewegungsradius noch weiter vergrößern, indem wir mit den Armen etwas weiter auseinander gehen. Das demonstriere ich euch jetzt auch noch einmal. Und zwar, wir machen eine Liegestütze, gehen nach außen weg und führen die Ringe zusammen. Wir machen eine Liegestütze, gehen nach außen weg und führen die Ringe zusammen. Diese Liegestützvariante ist auch unter bulgarischen Liegestütze bekannt. Jetzt können wir noch eine zusätzliche Komponente in unsere Liegestütze an den Ringen einbauen, die uns nochmal die Übung etwas schwieriger gestaltet. Und zwar ist diese Komponente, am Ende jeder Wiederholung die Ringe nach außen zu drehen. Und zwar sehe das Ganze dann so aus. Ich mache eine normale Liegestütze, drücke mich nach oben, führe die Ringe zusammen und drehe sie nach außen aus. Gehe nach unten, drücke mich nach oben, führe die Ringe zusammen und drehe sie nach außen aus. Wenn ich jetzt bulgarische Liegestütze machen würde, würde das nach dem gleichen Prinzip funktionieren. So. Das sind ein paar schnelle Tipps, die euch helfen, die Zielmuskulatur, wie zum Beispiel die Brust, effektiver in eurem Training zu treffen und zu trainieren. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen hoch da. Wenn du andere Übungen an den Ringen sehen willst, schreib es uns unten in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.